Hallo allerseits, willkommen zum 15. Netzpolitischen Abend AT im MetaLab. Mein Name ist Barbara Wimmer und ich habe für heute die Moderation übernommen. Ihr kennt mich vielleicht von Twitter unter @shroombub, vielleicht auch nicht. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ihr heute da seid und drei spannenden Talks zuhören werdet zu drei komplett unterschiedlichen Themen. Und im Anschluss gibt es dann auch noch die Möglichkeit für Lightning Talks. Warum ist es hier vorne so hell? Wir haben Scheinwerfer bekommen und das Ganze wird auch aufgezeichnet mit Audio und Video. Und das ist insofern wichtig, als dass es eure Fragen auch betrifft. Also wenn ihr eine Frage stellt, müsst ihr die dann ins Mikro, also aufzeigen und dann ins Mikro reinsprechen. Bild gibt es dazu keins, aber also eure Vocals, euer Ton wird aufgezeichnet, damit auch die Leute im Stream eure Fragen mithören können. Und das Ganze wird dann auch archiviert, und zwar im Archiv der Freien Radios Österreich. Und ja, ich glaube, wir können beginnen mit unserem ersten Speaker, den ich euch jetzt vorstellen werde. Das ist der Falk Reckling vom Fonds für Wissenschaft und Forschung. Und sein heutiges Thema ist, warum Open Access unabwendbar ist, aber viele Fragen offen lässt. Ich übergebe nun. Dankeschön.